Ich weiß nicht, ob ich das bekannt war, aber ich bin, man könnte mich einen Nerd nennen. Und Dr. Doom kann ja seine Maske eigentlich nicht abziehen, wenn man jetzt auf die Comics zurückgreift. Das heißt, eine so bekannte Person wie Robert Downey Jr. hinter die Maske zu setzen, man will ja bestimmt, dass der die Maske abzieht, wisst ihr? Seit wann bist du ein Nerd? Ja, viele wissen das nicht über mich, aber tatsächlich bin ich ein Nerd, ja. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, also ich persönlich finde, dass Robert einer der besten Schauspieler ganz Hollywoods ist. Ich liebe den. Ich finde, der macht so geile Scheiße. In all seinen Rollen. Ich finde, der ist richtig, richtig krass unterwegs, der Kerl. Das möchte ich auch mal erwähnt haben, ja. Also für mich die besten Schauspieler aus Hollywood sind Leonardo DiCaprio auf der 1, dann Robert Downey Jr. auf der 2 und auf der 3 wahrscheinlich Johnny Depp. Einfach nur, weil die Rollen, die er gespielt hat, sind einfach legendär. Wahrscheinlich Johnny Depp auf der 3. Christoph Waltz ist auch kranke Scheiße. Boah, es gibt, also actually, die Schauspieler sind, Denzel Washington, die Schauspieler sind schon krass, oder? Alle. Was heißt von Harrison Ford? Harrison Ford war einer der großen Schauspieler eines gewissen Genres. Ich glaube, also ich bin ja aus der Generation, also der hat meine Jugend und Kindheit sehr krass definiert. Oder was heißt sehr krass definiert, ist übertrieben, aber ich sag zum Beispiel, die Indiana Jones-Reihe und so hat einem sehr viel Freude und Spaß gebracht. Ich meine, jetzt ist er natürlich ein bisschen älter. Ich finde, seine jüngsten Auftritte waren jetzt einfach nicht mehr, also ich meine, er ist halt einfach nicht mehr in der körperlichen Verfassung, würde ich sagen. Er ist nicht mehr so ganz in der körperlichen Verfassung, aber zwischen Han Solo und Indiana Jones, eine absolute Legende. Ich hatte ja mal die große Ehre, ihm einmal die Hand schütteln zu dürfen. Das hat Spaß gemacht. Sehr, sehr lieber, netter, herzlicher Mensch. Oh, wait, das ist, wait, what? Das ist Jack Support. Oh, so, voller Fokus jetzt, Leute. Wir spielen gegen Wao, den König. Was macht der in Loelo, hä? Das ist einer der ist normalerweise ein 1KLP-Plus-Toplaner. What the fuck is he doing here? Ich glaube, das Matchup sehr gut sein sollte für uns mit Aurora. Die Frage ist, will ich vielleicht Torch statt Malignance mal probieren? Das wollte ich ja formulieren. Ich muss sagen, Männer müssen bei Twitch Leistung zeigen. Sprich gut, das Spiel, Frauen verdienen inzwischen mehr durch Entertainment und nicht durch Leistung. Mate, Entertainment ist eine Leistung. Was? Das ist dieses allgemeine Gefühl, was viele haben. Also, du kannst es auch sagen, was du meinst. Ne? Deine Aussage ist einfach, Frauen müssen nichts machen, außer gut auszuschauen auf Twitch, um erfolgreich zu sein. Das ist deine Aussage. Warum redest du da so komisch drumherum? Ich meine, das ist schön auszusehen, ist tatsächlich als Frau sehr, 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 sehr wichtig auf einer Plattform wie Twitch, ja. Wenn du wirklich erfolgreich siehst, ich glaube, alle erfolgreichen Frauen erfüllen das Schönheitsideal. Trotzdem, nur weil du gut aussiehst, bedeutet das nicht, dass du viele Zuschauer hast. Das ist, was viele Leute zum Beispiel nicht realisieren. Nur weil du gut aussiehst, hast du nicht sofort viele Zuschauer. Also mit Hand of Blood, der ist auch nicht gut in einem Spiel. Hand of Blood ist überdurchschnittlich gut in vielen Spielen und ist ein insaner Entertainer. Das ist, Entertainment ist eine Leistung. Ich glaube, da muss man, also ich weiß nicht, Entertainment ist eine Leistung. Leute bespaßen zu können, Leute zum Lachen zu bringen, ist eine Leistung. Warum meint ihr, verfehle ich so viele Ken-Minions? So. Meint ihr, ich verfehle die absichtlich? Natürlich verfehle ich die absichtlich, weil ich euch zum Lachen bringen möchte, damit ihr minus 1 schreiben könnt. Ich glaube nicht, dass es eine... Also, ich weiß nicht, ob es eine Creatorin gibt, die wirklich groß ist, die nicht konventionell schön ist. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich meine, es gibt natürlich einige VTuberinnen, die sehr erfolgreich sind. Da weißt du nicht, wie die aussehen. Aber ich glaube, alle großen Creatorinnen sind alle konventionell hübsch. Nu und Reefed? Ja, die sind wirklich potthässlich, die zwei. Völlig korrekt. Mm. Na klar. Ich glaube, wenn du als Frau erfolgreich sein willst auf einer Plattform wie Twitch, musst du konventionell schön sein. Das ist eine Plattform, die ist extrem männlich dominiert. Sind die einfach tot jetzt? Ja. Wenn ich getroffen werde. Nein! Alter, er hat mich so outplayed. Holy shit, er hat mich so gehopst. That's fucking geil. Wow, the boss. Ist er doch schon so früh? Ich hätte nicht gedacht, dass er so früh 6 hittet, wisst ihr? Weil ich hatte einen ganzen Solo-Kill mehr als er. Also dachte ich niemals. Kann er es freezen, bitte? Sag mal, du kannst es freezen. Please freeze, freeze! Aber warum freezen sie denn nicht? Oh, game winning, wenn du freest, du Wichser! Ich bin ganz kurz davor auszurasten, hat das Lied gerade gesagt. That's goddamn right, aber ich bin aber sowas von ganz kurz davor. Der kann nicht schon wieder ultern, ne? Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie viel Cooldown die Gesandte ultert. Wir müssen auf jeden Fall poken und nicht so all-inig spielen wie davor.
Mehr Pokédi. Ich muss tatsächlich sagen, dass das als Mann sehr viel angenehmer ist auf einer Plattform wie Twitch tatsächlich, dass dein Aussehen ist pretty much irrelevant. Mhm. Er hat Ul, der muss ziemlich aufpassen, wenn er dafür geht. Probieren wir mal Torch aus sogar. Oh nein, ich glaube, der ist tot. Weiß nicht, was der Shaco da probiert, ehrlicherweise. Not quite sure about it, my friend. Sieh einmal Cutiepie, no offense, ey. Nicht nur einmal Cutiepie. Also, wenn du dir die männlichen großen Streamer anschaust. Ich meine, schau allein mal in der deutschen Szene. Schau dir Knossi an, schau dir Monte an, schau dir mich an. So, ich meine, würdet ihr uns als konventionell schön einordnen? Hell no, brother. Mit leider zwei Kills, aber der hat Iceborne Gauntlet gebaut gegen einen AP-Champ. What the fuck is happening? Nehmen an, der will mich killen, I guess? Jobbot. Ich bin so boosted gerade. The fuck am I doing? That is, okay, Leute, das ist das Fieber, wisst ihr? Es ist das Fieber. Das Fieber, das Delirium hier gerade. Like, warum denke ich denn, er hat da keine Ult, ich Baboon? Warum denke ich, er hat keine Ult? Natürlich hat er Ult da. Mann, ey. Natürlich hat er Ult. Warum sollte er keine Ult haben, hä? Ich bin so am Hypertron hier. Schaffe ich es noch zu ihm hin? Nee, ne? Egal, unser Botlane ist am Smurfen. Wir können gewinnen. Wir müssen einfach chillen, chillen, chillen jetzt hier. Ich habe drei super dicke Fehler hier schon gemacht auf der Lane. Und das muss ich mir auf die eigene Kappe schreiben. Da kann niemand was dafür, außer ich selbst. Das Problem ist, wenn ich jetzt hekerimt werde, dann sind wir untröstlich, sind wir dann. Da sind die zwei hier. She kept her motor clean. Gute Arbeit, Fresh. Gute Arbeit, elektronischer Schuh. Sehr, sehr gute Arbeit, elektronischer Schuh. Okay, nice. Lucky as fuck. Das war nicht lucky, das ist alles Skill. Reiner, harter Skill, meine Damen und Herren. Ich denke halt alles Vor- und Nachteile. Na, du bist wieder bei dem Streamer-Thema. Ja, also ich meine, das ist alles ja schon relativ gut erwiesen mittlerweile. Es ist als Frau anfangs einfacher, initial praktisch Zuschauer zu gewinnen. Allerdings ist es schwieriger, über eine gewisse Größe zu herauszuwachsen und unmöglich, eine gewisse Größe zu erreichen. Und viele von den Zuschauern, die du generierst, sind nicht unbedingt da wegen dir als Person, sondern sind aus anderen Motiven da. Es ist tatsächlich, also es hat sehr viele Nachteile tatsächlich, eine Frau im Streaming-Sektor zu sein. Weil diese Zuschauer, die praktisch nur mit Hintergrundmotivation da sind, das sind nicht die Zuschauer, die du unbedingt willst. Yeah, you. Ich liebe diesen Hasen so sehr, ne? Ich liebe diesen Hasen so sehr. Aber das ist doch genau dasselbe Problem für deinen Stream. Ja, ich struggle sehr damit, dass alle nur wegen meinem Körper da sind und nicht wegen meinem Gameplay. Das ist auch was, wo ich noch keine richtige Lösung gefunden habe, um ganz ehrlich zu sein mit euch. Ich bin nicht nur wegen deinem Körper hier. Wenigstens einer. Aber wie vielen geht's da anders im Chat? Wie viele sind nur wegen meinen sagenumwogenen Kurven hier, nicht wahr?
Tschüss. Das ist so rogue. Der Champion ist irgendwie kaputt. Ne, vorhin erst meinte jemand bei mir im Chat, dass der Champion eher schwach aussieht. Und ob die gebufft wird im nächsten Patch. Wird tatsächlich nicht gebufft im nächsten Patch. Er hätte damit rechnen können. Und Freddy, bei dir sind doch viele da, weil du Challenger immer reichst. Meinst du nicht, dass viele gehen würden, wenn du nicht mehr Challenger wärst? Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass Challenger so wichtig ist, wie viele Leute denken. Weil, also, das ist ja so eine Sache. Ich glaube, den Leuten fällt nicht mal so wirklich auf der Unterschied zwischen Diamond bis Challenger, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist den meisten Leuten relativ egal. Ist er da drin? Peekaboo! 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 Schau, die one-hittet uns einfach. Ja, die one-hittet uns einfach. Das waren leider 1000 Gold. Zum Glück für den Hikarim und nicht für die Kaiser. Aber ist trotzdem sehr bad. Könnte Aurora ein guter AD-Carry sein? Ich würde mal tippen, nein. Ich glaube nicht, dass sie das, also dass das ihre beste Rolle ist. Sie kann funktionieren auf AD, aber ich glaube nicht, dass es ihre beste Funktion ist. Weil dafür ist ihre Range, glaube ich, einen kleinen Ticken zu schlecht. Ist Novia ein Challenger? Ich bin ein Challenger, ja. Aber ich, der Account ist jetzt zum Beispiel nur 500 AP Master. Der hier. Der bleibt sogar in der Ult stehen. So sauer ist er. Nur zum Zeit rausholen so gespielt, ne? Damit ich praktisch. Nur zum Zeit rausholen so gespielt. Mal killen. Ich glaube, ich heile mich zu viel, ehrlicherweise. Das heißt, beim Roll of Ages Bild, ich glaube, du kannst mit der fast alles bauen, ehrlicherweise. Ich meine, so ein bisschen Off-Tank-mäßig fühlt sich, finde ich, auch immer ganz gut an auf ihr. Du heilst dich halt sehr, sehr viel. Und wenn du, desto mehr Rotationen du bekommst, desto mehr Schaden kriegst du und so, das ist dann schon immer sehr, 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 sehr strong. Neshas Lichtspiel würde ich auch gerne mal sehen. Ich glaube, Neshas ist kompletter Bait. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr schlecht auf jedes Item, tatsächlich. Ich glaube, das ist kompletter Bait. Und dann war mal den elektronischen Schuh, der hat richtig einen aufgespielt mit seinem Fresh. Wie kannst du noch krank die ganze Zeit solo queuen? Na gut, ich habe halt nur ein bisschen Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Nase voll, Husten und Fieber. Ne, viel mehr ist es halt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ich habe mal einen Stream gemacht. Da bin ich am Vorabend bin ich ausgerutscht und hatte eine Wunde an meinem Bein. Und dann habe ich während dem Stream bemerkt, dass ich praktisch plötzlich so ein bisschen, also dass ich Fieber bekommen habe und dass ich plötzlich so ein bisschen, also mir schwindelig war und so, wer sich daran noch erinnert. Und ich wollte aber trotzdem nicht ins Krankenhaus, bis ich dann plötzlich einmal fast, also umgekippt bin. Ne? Und dann bin ich zum Krankenhaus gegangen und der hat mir gesagt, wenn ich länger nicht zum Krankenhaus gekommen wäre, hätte ich mein Bein verloren. Weil ich das praktisch, diese ganze Wunde hat sich praktisch infiziert und war so ein einziger Eiterbeutel. Und da wäre ich fast in Real Life Pirat geworden.